Liebe Geschwister, ich wünsche euch allen ein gesegnetes Osterfest im Namen Jesus Christus. Ich grüße euch im Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ich spreche mit euch im Namen des lebendigen Herrn. Dieser wunderbare Tag hat die Geschichte der Welt verändert. An jenem Tag hat Jesus den Tod besiegt und ist auferstanden. Dies wird auf der ganzen Welt als Ostern gefeiert. Jesus, der den Tod besiegt hat, möchte Folgendes mit uns teilen. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 18 lesen wir: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Herr, Jesus Christus, ist der Einzige, der solch ein Wort in dieser Welt gesagt hat. Niemand sonst auf der Welt hat solches Wort gesagt und sie können es auch nicht und sie leben auch nicht. Sogar die sogenannten Avatare und Halbgötter sterben eines Tages und haben ihr Ende gefunden. Aber Jesus Christus ist der Einzige, der den Tod besiegt hat und lebendig auferstanden ist. Er machte die Erklärung: Ich war tot, sie haben mich begraben, aber am dritten Tag habe ich den Tod besiegt und bin lebendig auferstanden. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt der Herr. Wisst ihr, wie viel Freude dies ist? Ich habe vor mehreren Jahren voller Begeisterung, als ich zum ersten Mal die Stadt Jerusalem und andere Orte in Israel besichtigen wollte, Orte, wo Jesus Wunder vollbrachte. Durch den lieben Bruder Sam Jebedure bekam ich diese Möglichkeit, Israel zu besuchen. Schließlich zeigten sie uns den Ort am Hügel von Golgotha, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde, der Ort der Schädelstätte, der Ort, wo Jesus das Kreuz trug, der Ort, wo er ausgepeitscht wurde, und die Straßen, wo er verblutet durchging. Als ich durch diesen Weg ging und auf den Berg Golgatha, erinnerte mich an das Leid und den Schmerz, den der Herr am Kreuz erlitten haben müsste. Diese Schmerzen haben mein Herz sehr getroffen. Zum Schluss besichtigten wir den Ort, wo Jesus auferstanden ist. In dem Friedhof, wo sein Grab war, feierten wir Abendmahl. Damals saß ich auf der Bank in der letzten Reihe. Der liebe Bruder und Mann Gottes, Sam Jebedoway, hielt diesen Gottesdienst. Ich saß da und dachte nach, wie Jesus das Kreuz getragen, geschlagen, geblutet und gedemütigt wurde. Als ich darüber nachdachte, zerbrach es mein Herz und die Tränen liefen mir die Wangen herunter. Der Gedanke an die Kreuzigung Jesu hat mein Herz sehr tief berührt. Ich habe darüber öfters in der Bibel gelesen und darüber meditiert. Jetzt, als ich diesen Ort sah, berührte es mein Herz sehr. Ich habe ununterbrochen für einige Minuten geweint. Mein Herz war sehr traurig. Plötzlich hörte ich ein Geräusch wie Donner. Ich habe dieses Geräusch klar und deutlich gehört. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Vers läutete in meinen Ohren und nicht im Herzen. Das war's. Als dieses Wort durch meine Ohren in mich eindrang, spürte eine Änderung im Körper, vibrierten meine Nerven, meine Knochen und mein Gewebe. Dann verwandelte sich meine Trauer in eine große Freude, die Freude und das Glück, preisen zu müssen. Ich begann, Gott zu preisen, ohne es zu merken. Mein Jesus, ich preise und lobe dich, du bist lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Statt der Trauer und der Entmunterung entstand eine große Freude über mich. Das ist die Macht der Auferstehung. Ich konnte es sogar an diesem Ort spüren. Auch ihr solltet die Macht des auferstandenen Jesus Christus heute erkennen. Der Herr sagte: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mein Sohn, meine Tochter, warum hast du Angst? Warum bist du besorgt? Egal wie groß der Kampf des Feindes gegen dich ist, auch wenn der böse Satan dir entgegensteht oder die Armeen der Hölle gegen dich sich erheben, der Herr hat die Hölle besiegt und ist auf den Kopf des Satans getreten. Er hat die Macht des Satans unter seinen Füßen getreten und seine Macht entnommen. Ich war tot, aber ich bin nun lebendig. Der Herr sagt: Fürchte dich nicht. Ist es nicht eine Freude, wenn wir diesen Vers wiederholen? Es ist wahr, dass mein Herr tot war, aber er hat den Tod überwunden und ist lebendig auferstanden für alle Ewigkeit. Sagt, er ist in mir und auch bei mir. Dann entsteht eine große Freude in eurem Herzen. Wollt ihr es auch? Erhebt eure rechte Hand und sagt, ich lobe und preise Jesus Christus, der gesagt hat, ich war mal tot, aber bin nun lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich preise, dass er mit mir ist. Ich danke, dass er für mich gesiegt hat. Selbst die Armeen des Teufels können mich nicht besiegen. Selbst wenn sich die Hölle gegen mich erhebt, kann sie mir nichts antun. Auch wenn die ganze Welt gegen mich ist, kann keiner mich besiegen. Der Herr, der die Welt, den Satan und den Tod besiegt hat, ist mit mir. Ich lobe und preise dich, lieber Jesus. Amen, Amen.